Also hier, ich habe ja auch mal so ein Buch rausgekramt. Hier die Kunst des klaren Denkens, 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen. Also da geht es dann um den Survivorship Bias. Wenn du halt nur bestimmte erfolgreiche Leute siehst, aber alles andere halt irgendwie nicht mehr siehst. Survivorship Bias, also zum Beispiel, hier wird so ein Allerweltsbeispiel verwendet, ja. Das heißt, jemand zieht in die Welt hinaus und will Musikstar werden und er sieht halt irgendwie seine Idole und die sind überall im Fernsehen und scheinen omnipräsent. Aber was diejenige Person nicht sieht, sind halt die hunderttausenden Musiker, die es versucht haben und halt eben gescheitert sind, damit berühmt zu werden. Und wenn man das klar beurteilen würde, wenn man auch diese ganzen Leute mit einbeziehen würde, die es nicht geschafft haben, dann würde man eben dann schon drüber nachdenken, okay, vielleicht ist es doch keine gute Idee, Musikstar werden zu wollen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, Erfolg zu haben, ist zu gering. Und genauso haben wir halt eben diesen Survivorship Bias bei der Politik. Also man sieht dann einzelne jüdische Figuren, die halt dann zu Macht gekommen sind, die halt dann gewisse Funktionen ausfüllen, gewisse Jobs machen in diesen Imperien, oder zumindest im angloamerikanischen Empire. Und wir sehen halt dann die anderen Bankerfamilien und so weiter, wobei wir gar nicht wissen, wie die Besitzverhältnisse wirklich aussehen, ja. Ich meine, wenn Hessen-Kassel die Rothschilds aufbaut und die britische Krone denen dann die Aufträge zuschanzt und das Jahrzehnte gedauert hat, bis man den Rothschilds traute, da lassen sich so viele geheimdienstliche Sicherheitsmechanismen einbauen, dass den Rothschilds im Endeffekt nichts gehört. Die aber halt diese Funk, die öffentlich halt diese Rolle einnehmen von den Neureichen, ja. Und wenn so ein Clan wie die Rothschilds halt aufgemuckt hätten oder gegen das britische Empire agiert hätten, wären die 0, nix verhaftet worden oder umgelegt worden. Es starben dann irgendwie 3 von den 5 berühmten Brüdern irgendwie in einem Jahr oder sowas und andere Rothschilds mussten dann im Krieg kämpfen und sterben. Also Survivorship Bias, ja, man sieht halt nur vereinzelte jüdische Kreise, die halt zu Macht gekommen sind und die ganzen anderen, die dann normale Berufe haben oder die verreckt sind oder sonst irgendwas, die sieht man gar nicht mehr. Ja? Und das verzerrt halt in die Sicht auf die Welt. Und dann gibt es hier noch diese hier Overconfidence-Effekt, also wenn halt das eigene Wissen und die Fähigkeit überschätzt werden, das ist auch so ein Problem, gerade wenn dann Leute zusammenkommen und der eine bestätigt den anderen, also alle haben den gleichen Case gelesen oder es geht auf den gleichen Quellen zurück und die bestätigen sich gegenseitig und denken, sie wissen schon alles, sie müssen gar nicht mehr Bücher lesen. Alex Jones hat 10 Jahre lang keine Fachbücher mehr gelesen und manche haben halt eben dann so ein paar rechte Sachen gelesen, so ein paar Verschwörungsbücher gelesen und glauben bereits, sie hätten alles ausführlich studiert. Overconfidence. Naja, sie glauben, sie können da alles erklären. Egal was passierte, the Jews did it. Dabei ist die Welt wesentlich komplexer und die Imperien sind auch wesentlich komplexer. Dann hier Social Proof. Also viele Leute glauben etwas, dementsprechend muss es wahr sein, aber es braucht dann überhaupt nicht wahr sein. Also wenn noch 70% oder vielleicht 80, 90% der Verschwörungstheoretiker fest an die jüdische Weltverschwörung glauben, muss das noch lange nicht wahr sein. Denn es geht zurück, denn diese ganzen Millionen Leute wurden beeinflusst von letztendlich einer Handvoll Bücher, die dann zigfach abgeschrieben wurden, oder eine Handvoll Fakes oder halt eben so eine Ansammlung an Fakes. Ja, dann hier Confirmation Bias, also wenn Leute nur noch das sehen, was in ihr vorgestanztes Muster reinpasst. Authority Bias, ja, wenn halt irgendeine Autoritätsfigur irgendwas sagt, muss das noch lange nicht wahr sein. Dann der Kontrasteffekt, also wenn halt dann kontrastierende Dinge nebeneinander stehen, dann nehmen wir diese Dinge extremer wahr. Muss man auch halt eben das ganze Bild hier im Auge behalten. Dann Availability Bias, also man nimmt lieber einen schlechten Plan als gar keinen Plan oder man greift auf das zurück, was halt gerade verfügbar ist. Und das bezieht sich halt eben dann auch auf die Politik, ja. Man hat, also die meisten Leute haben die Supermächte nie wirklich studiert. Die meisten Leute haben sich dann nie tief eingelesen. Und es ist denen irgendwie, oder es wirkt für die zu anstrengend.
Also nehmen sie halt das Einfache, was ihnen zur Verfügung steht, nämlich diese leichten Erklärungsmuster. Es ist immer die CIA, es sind immer die Juden und so weiter. Dabei ist die Welt halt komplexer und die Imperien sind komplexer. Oder dieses simple Denkmuster, diese drei großen Supermächte sind komplett gegeneinander, komplett verfeindet miteinander oder zumindest Ost gegen West. So einfach ist das halt alles nicht. Naja, dann hier Story Bias, was hier angeführt wird. Also, das ist, wenn man im Nachhinein halt Dinge zurecht erklärt. Also Leute lieben Geschichten, ja, also wenn es halt irgendwie dann mit Charakteren zu tun hat und so weiter und so fort. Dann der Rückschaufehler, wenn man also halt zurückschaut und sagt, oh, seht her, das 20. Jahrhundert war genauso, wie es die Protokolle von Zion vorhergesagt haben. Ja, die Protokolle von Zion waren formuliert worden wie, also sehr, 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 sehr allgemein formuliert worden und, und die einzigen Juden, die halt zu relativ viel Macht gekommen sind, bei denen kann man eben auch nicht genau sagen, oder ja, man kann eben nicht einfach so sagen, okay, die haben das alles wirklich so besessen, ihre Position, das Geld und so weiter. Also ist es Quatsch im Nachhinein zu sagen, das 20. Jahrhundert war genauso verlaufen, wie die Protokolle es vorher gesagt haben. Man geht auch in Zirkeln im eigenen Kopf, ja. Das heißt, es wird argumentiert, die Protokolle seien echt, weil das 20. Jahrhundert so verlaufen ist, wie es die Protokolle vorher gesehen haben. Aber wie wird der Verlauf des 20. Jahrhunderts interpretiert? Naja, so ist die Protokolle vorgeben. Also man dreht sich da im Kreis und die eine Behauptung stützt dann die andere Behauptung. Und das funktioniert halt eben nicht, ja. Also dann hat man hier. Ja, dann der. Das Chauffeurwissen, ja. Das heißt, man sagt halt, okay, man sollte halt auf Leute zurückgreifen, die wirklich die Arbeit gemacht haben, wirklich was gelernt haben, wirklich sich eingearbeitet haben. Und man sollte nicht mit dem Chauffeur eines Gebildeten sich abfinden und sich quasi mit so einem, sich nicht Typen reinziehen, die so ein paar Sachen aufgeschnappt haben und halt eine Show abziehen, ja. Also ob das jetzt ein Nachrichtensprecher ist, der gar nichts wirklich kapiert, oder ob das jetzt ein alternativer Medienheini ist, der gar nichts wirklich gelernt hat, schön vorsichtig sein. Dann hier halt so ausgefallene Begriffe. Incentive Super Responsive Tendence. Also man übersetzt das hier als Anreizsensitivität. Menschen reagieren auf Anreize. Wenn man jetzt zum Beispiel hier Anwälte, Architekten, Berater, Wirtschaftsprüfer oder Fahrlehrer nach Aufwand bezahlt, dann, und ich genau hingucke, dann wird man eben nach Strich und Faden über den Tisch gezogen. Ja? Also die erfinden dann immer Probleme, wo keine sind, oder sie predigen zu aufwendige Lösungen. Und im Prinzip ist das auch das, was wir in der Politik dauernd sehen, ja. Das heißt, die Linken sagen ja, die Lösung auf die Probleme ist eine linke Revolution. Sei es jetzt die komplette Unterwanderung der Gesellschaft, was sie nie schaffen werden, oder halt eben dann die gewaltsame Revolution. Es sind völlig dumme Lösungen und je mehr die Linken halt eben ihr Programm abfahren, umso stärker und fanatischer werden die Rechten. Umso mehr Sympathien haben die Rechten auch von der Mitte. Und umso schwerer wird es für die Linken. Und dann bleiben die Linken halt zumindest im Geschäft. Ja, das heißt, je mehr Linksfanatismus, umso mehr Rechtsfanatismus gibt es. Und es wird halt für den Privatbürger dann immer, also für den linken Bürger zum Beispiel, dann immer aufwendiger und kostspieliger, diese idiotischen Lösungen zu verfolgen. Also die Leute gerade in Berlin, nichts funktioniert, nur Schulden, nichts geht mehr, alles geht vor die Hunde. Es wurde den Linken gepredigt, mit unseren linken Methoden, da nehmen wir den Reichen und geben den Armen und so machen wir unsere Revolution. Aber es wird halt immer kostspieliger, und also indirekt kostspieliger und kostspieliger und kostspieliger und gefährlicher für die Linken. Also der Anreiz ist immer da, oh, mehr abkassieren vom Staat, mehr die Mittelschicht belasten, mehr, mehr, mehr. Aber die,
die Leute schaden sich dann damit alle nur selber. Und bei den Rechten ist es ja das Gleiche. Also wenn dann Rechte irgendwelche Standardrezepte dann predigen, was weiß ich, die faschistische Revolution, wie der Marsch nach Rom oder ein gewaltsamer Umsturz oder sonst irgendwas, oder wir Rechten schließen uns mit den Russen zusammen und machen dann eine gewalttätige Revolution. Das ist alles Käse. Das sind Dinge, die machen alles immer nur schwieriger und aufwendiger und teurer und idiotischer. Ja. Also die Anreize werden immer hier so, die Anreize werden immer so geboten. Oh, hier ist eine Möglichkeit, um den Linken eine auf den Deckel zu hauen, um den Linken zu schwächen, aber wie gesagt, ein Alex Jones bleibt dann im Geschäft, während er gleichzeitig das Problem fördert. Also Jones ist wie so ein Rekrutierungstool für die Linken. Mit seinem Irrsinn und seinen fanatischen Konzepten, und er würde jetzt zuschauen, wenn die Linken in Internierungslager eingesperrt werden und so weiter und so fort. Und schuld wären sowieso nur die Linken. Und er stellt sich jetzt auf die Seite der Republicans und so. Also er fördert das Problem und sagt dann seinem Publikum, gebt mir Millionen Dollars, damit ich das Problem für euch lösen kann. Dann hier, weitere Denkfehler, Regression zur Mitte. Also, das heißt, wenn hier alles immer so angeglichen wird, das ist ja, was die politische Mitte oder die gesellschaftliche Mitte auch immer will. Wir hauen alles gleich, alles immer nur gleich, 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 oder wir fördern diejenigen, die Blödsinn machen, ja. Also mit milden Strafen und noch mehr Geld und noch mehr Geld, und dann, wie gesagt, dann werden solche Angebote eben wahrgenommen. Du wirst straffällig, hey, dann kannst du nicht mehr abgeschoben werden. Oder du wirst straffällig in der Heimat, hey, dann kannst du bei uns auch nicht mehr abgeschoben werden. Wir schaffen diese Anreize, und dann werden diese Sachen halt eben dann auch ausgebeutet. Dann hier weitere Denkfehler, die sogenannte Tragik der Allmende. Also wenn Leute halt eben dann hier Gemeinschaftseigentum wollen und das alles dann so rumverteilen wollen und so weiter. Also, das ist das Gegenteil von Adam Smiths unsichtbare Hand des Marktes. In bestimmten Situationen führt die unsichtbare Hand des Marktes nicht zu einem Optimum, im Gegenteil. Dann, Outcome Bias. Manche hatten einfach nur Glück. Und wir können da nicht, dürfen da nicht glauben, dass diese Leute eben einen Erfolg hatten, weil sie besonders schlau waren, oder man müsse jetzt ihre Methoden kopieren und so weiter, um erfolgreich zu sein. Nö, das ist alles wesentlich komplizierter. Dann hier Auswahlparadox. Große Auswahl führt zu Unzufriedenheit und Chaos. Also wenn jetzt halt eben dann wie in den Medien, wenn halt dann die Leute überschwemmt werden mit Blödsinn und abstrusen Konzepten, und es gibt für jede Nische wird bedient. Also wenn du ein braun-esoterischer Vollnazi-No-Planer bist und keine Abweichung tolerierst, gibt's für dich den passenden YouTuber oder den passenden Blog. Aber das bringt die Leute alle durcheinander. Dann Liking Bias. Also jeder will gemocht werden, jeder will populär sein, deswegen lassen sich Leute halt eben manipulieren oder verbreiten manipulative Ideen, beziehungsweise Leute glauben bestimmten Figuren, weil diese Figuren halt eben dann sympathisch rüberkommen, ja. Also wird immer gesagt, ah, David Icke, der kommt immer so sympathisch rüber, das ist mir absolut vollkommen wurscht, wie der Mann vor der Kamera rüberkommt. Oder Alex Jones, ja, also wenn ich Alex Jones höre, in der jüngeren Zeit, wenn ich hier Alex Jones höre, dann ist es so, als würde nach 30 Sekunden mein Gehirn ausgeschaltet sein. Ja? Es ist einfach bloß so dieses Gelaber, es hört sich gut an und denkt man plötzlich, Moment, da ist richtig der Wurm drin. Also es ist mir aufgefallen, als Jones vor kurzem dann über als Jones über 9-11 gesprochen hat, am Jahrestag von 9-11. Hatte dann halt eben dann so einen erfolgreichen Gast, der irgendwie auf so einer ESO-Verschwörungsradio, in so einem Radionetzwerk, sehr großes. Und dann brachte man also die alten Sachen über 9-11 und
es wirkt ja alles halt irgendwie sympathisch und ehrlich und wir wollen das Gute und so weiter und so fort. Aber dann ist mir halt eben dann sehr stark aufgefallen, Moment, kein Wort über die Neocon Right-Wing Deep State-Kreise, die heute noch in der Republikanischen Partei aktiv sind, überall und die Trumps Freunde sind, ja, und Trumps Nominees sind. Also ist es höchst manipulativ, was Jones da gemacht hat. Und Jones weiß es besser, definitiv. Oder er ist so inkompetent, dass es eigentlich weiß. Also dieses gemocht werden und dieses nach Sympathien gehen, das ist alles sehr, sehr gefährlich. Dann hier noch ein Denkfehler, dieser Endowment-Effekt, also wenn uns was gehört oder wenn halt irgendwas uns zu gehören scheint, dann will man das, nimmt man das viel teurer wahr, als es eigentlich ist. Man will es nicht hergeben. Dann ist sich dieser Denkfehler, man hat schon zu viel in etwas investiert. Naja, das ist ganz, ganz gefährlich in der Politik, auch in der Religion. Also man hat sich dann vielleicht mal einlullen lassen von einem Kult, einer Religion oder von einer gewiss bestimmten Kirche oder man hat sich einlullen lassen von der Verschwörungsszene oder der Reichsbürgerszene oder von irgendwelchen solchen Szenen. Und man hat dann so viel Zeit und Energie und Geld reingesteckt und sich dann sich selber diskreditiert, sich selber total isoliert und man hat dann irgendwelche anderen heftigen Nachteile erlebt und so weiter. Und dann kann man umso schlechter loslassen von dieser Gruppe, weil man schon so viel reingesteckt hat. Ja, das ist halt, wenn, das ist genauso wie mit Aktien, Leute, die dann irgendwie schon Geld verloren haben, die bleiben dann immer noch dran und hoffen immer noch auf das Beste und so und wollen diesen Krempel nicht abstoßen. Dann unwahrscheinliche Ereignisse. Also es gibt halt einfach immer wieder auch Zufälle, heftige Zufälle, die eintreffen können. Da muss man eben dann statistisch halt eben dann ein bisschen dran rumdenken und sagen, okay, es passieren auch unwahrscheinliche, sehr unwahrscheinliche Zufälle. Das gibt es. Also nicht jede Verkettung von Zufällen ist gleich eine monströse Verschwörung. Da muss man genau hingucken, einfach professionell forschen. Dann Gruppendenken. Natürlich, Konsens kann gefährlich sein. Hier, Psychologieprofessor Irving Janis hat viele Fiaskos studiert. Gemeinsam ist ihnen Folgendes: Mitglieder einer verschworenen Gruppe entwickeln einen Esprit de Corps, in dem sie Illusionen aufbauen, unbewusst. Und dann solche Illusionen an ist der Glaube an die Unverletzbarkeit. Also die Pläne werden funktionieren. Und klar, Konsens-Groupthink ist halt in den Verschwörungsmedien oder generell in den bestimmten politischen Kreisen auch ein Riesenproblem. Also wenn die dann auch noch denken, ja, wir haben die Russen im Rücken und wir sind diese Community und so weiter, da gibt es halt eben dann schnell brachiale, gefährliche Irrtümer. Und Leute kommen dann auf mich zu und sagen, warum hast du nicht die ganzen verschiedenen Truther da draußen in deiner Show und warum gibst du dich nicht mit den ganzen Leuten ab und so weiter und so fort. Und Alex Benisch sei ja so isoliert, obwohl ich halt eben dann tausende Kunden bediene und ständig cooles Feedback kriege von Hörern und Lesern und so weiter. Dann Neglect of Probability. Also da hat man hier auch rumgeforscht an diesen Sachen und Geheimdienste verwenden solche Forschung auch. Da geht es jetzt zum Beispiel hier darum, also auf Deutsch Vernachlässigung der Wahrscheinlichkeit führt zu Entscheidungsfehlern. Also wir investieren in irgendwas, weil uns der Mund wässrig gemacht wird, aber wir vergessen, die Wahrscheinlichkeit zu eruieren, dass man halt eben sein Geld in den Sand setzt oder dass diese Unternehmung halt eben dann scheitert. Ja? Also, und das ist auch sowas, was ich in der Politik immer wieder anprangere, wenn jetzt halt zum Beispiel dann Leute kommen mit Rechtsradikalismus oder mit klassischen Verschwörungsideen oder wenn sie dann kommen mit ihren Fantasien, was die Russen uns alles ermöglichen werden und so. Also lassen sich Leute auf die Russen ein. Und fokussieren immer nur auf den Gewinn, den sie dadurch anstreben, aber analysieren anscheinend nie realistisch und ausführlich das Risiko, dass sie sich damit einhandeln. Ja? Also das ist mir so oft schon aufgefallen, wo ich dann sage, hey, habt ihr denn einmal richtig tief durchgedacht, was für ein Risiko ihr damit auf euch nehmt? Und nicht nur für euch, sondern generell für einen breiteren politischen Zirkel. Ja?
Also auch in den alternativen Medien, die lassen sich dann voll auf die Russen ein, treffen sich mit höchstwahrscheinlichen Russenagenten und bekannten Frontorganisationen russischer Geheimdienste und sehen anscheinend nur die Vorzüge oder bewerten die Gewinnchancen von dieser Unternehmung als viel, viel höher, als sie eigentlich ist und analysieren nicht so richtig die Risiken. Dann Zero Risk Bias, also scheinbare Nullrisiko. Hier geht es dann hier geht also hier auch Forscher von der Universität von Chicago haben gezeigt, dass Menschen eine Verschmutzung durch toxische Chemikalien genau gleich fürchten, egal ob das Risiko 99% oder 1% beträgt. Also wir sind bereit, übermäßig viel Geld zu investieren, um ein winziges Restrisiko komplett aus der Welt zu räumen. Also der Nullrisikofehler. Das heißt, Leute verteilen ihre Ressourcen falsch. Und verstehen halt eben dann nicht, dass viele andere Risiken existieren. Also zum Beispiel, klar, jetzt haben wir dann Leute, die bereitwillig 60-70% Steuern zahlen, die aber dann kein Geld ausgeben für Prepping oder die halt dann, oder Leute, die jetzt zum Beispiel dann nur die Bedrohung sehen von den USA, aber nie die Bedrohung sehen durch Russland. Das heißt, die erwarten dann den Doomsday. Sie erwarten dann den Doomsday und vernachlässigen völlig andere Risiken. Dann hier der Knappheitsirrtum. Knappe Dinge wirken als wertvoller, als sie sind. Also beispielsweise haben wir jetzt gehabt die Sperrung von Alex Jones auf den Social-Media-Plattformen, Social-Media-Giganten. Und jetzt denken halt Leute, die Information ist wertvoller, weil sie zensiert ist. Sie ist aber nicht automatisch wertvoller, bloß weil sie zensiert ist. Sie ist auch nicht per se gut, nur weil sie zensiert ist. Sie kann auch völlig schlecht sein, völlig falsch sein. Ja? Das war auch ja im Kalten Krieg so. Da gab es auch Zensur gegen linke kommunistische Medien oder kommunistische Organisationen. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Kommunismus, den da gepredigt wurde, dass der jetzt irgendwie korrekt sei oder sinnvoll sei. Also knappe Dinge sind nicht unbedingt wertvoller. Genauso die Leaks von WikiLeaks, da habe ich dann auch damals schon gesagt, das ist lange nicht so toll, wie Leute denken. Lange nicht so toll, wie Leute denken. Oder auch klassisches Beispiel, rechtsradikale Ideen werden gepriesen, weil sie zensiert sind oder weil jetzt zum Beispiel Holocaust-Leugnung verboten ist, denken dann manche Leute, Holocaust-Leugnung sei automatisch deswegen wertvoll und müsse deswegen automatisch korrekt sein, weil es eben zensiert ist, weil es juristisch bekämpft wird. Ist auch völliger Nonsens. Ja? Also das ist keine Logik. Das ist absolut keine Logik. Und selbst wenn dann Rechtsextreme halt dann vor Gericht gezerrt werden, selbst wenn sie dann teilweise zensiert werden, selbst wenn sie hier bekämpft werden, heißt es noch lange nicht, dass diese Leute Recht haben, dass diese Leute anständig sind und so weiter. Das muss man alles in dem jeweiligen einzelnen Fall wirklich erstmal gründlich untersuchen. Es gibt nicht diese Faustregeln. Oh, derjenige ist ein Märtyrer. Oh, an denen muss ich mich rankletten. Nö, das ist muss man von Fall zu Fall eben genauer betrachten. Ja, hier zum Beispiel auch so ein Beispiel an dem Buch. In den USA bedeutet eine Schülerparty vornehmlich, sich heillos zu betrinken, weil Alkoholkonsum unter 21 gesetzlich verboten ist. Oder Marihuana rauchen, viele wurden ja, oder es waren ja angetrieben dadurch, es ist irgendwie halt anders, es ist cool, weil es verboten ist und so. Wenn es dann erlaubt ist, denken sich Leute, ja, so spannend ist es ja jetzt auch nicht unbedingt. Hier ist es noch, unmöglich gewordene Optionen werden als attraktiver beurteilt, eine Trotzreaktion. Dann Base Rate Neglect, auch so ein schicker englischer Begriff für einen Denkfehler. Mhm.
Also, hier hat man so ein Beispiel. Markus ist ein dünner Mann mit Brille, der gern Mozart hört. Was ist wahrscheinlicher? Markus ist LKW-Fahrer oder Markus ist Literaturprofessor in Frankfurt? Die meisten tippen auf B. Oh, dünner Mann mit Brille hört gern Mozart, der ist wahrscheinlich eher ein Professor als ein LKW-Fahrer, aber das ist falsch. Es gibt 10.000 Mal mehr LKW-Fahrer in Deutschland als Literaturprofessoren in Frankfurt. Daher ist es viel wahrscheinlicher, dass Markus ein Lastwagenfahrer ist. Also Base Rate Neglect, man vergisst statistische Realitäten, Mengenverhältnisse und so weiter und so fort. Also auch gerade wenn es dann darum geht zu sagen, oh, der Vatikan kontrolliert alles oder die jüdische Weltverschwörung würde alles kontrollieren und die Echsen, Reptiloiden würden alles kontrollieren oder sowas. Da muss man auch mal dass die statistischen Realitäten im Auge behalten. Ja? Wenn jetzt Leute sagen, hier ist eine Aufzählung von jüdischen Bankern oder hier ist eine Aufzählung von jüdischen Revolutionären in der russischen kommunistischen Revolution. Oftmals wird der Gesamtkontext völlig aus den Augen gelassen. Und das führt dann eben auch zu falschen Einschätzungen. Oder hier, wenn es halt darum geht, klar, wir haben in Deutschland jetzt ein heftiges Problem mit Migrantengewalt, also ob jetzt Messerstechereien, Morde oder auch Vergewaltigungen. Wir haben schon ein gewaltiges Problem, aber wir haben schon viel länger ein viel gewaltigeres Problem mit sexuellem Kindesmissbrauch durch einheimische Bio-Deutsche. Die Statistik ist da relativ eindeutig, die Zahlen von BKA und anderen Hochrechnungen, Dunkelzahlen und so weiter. Wir wissen, statistisch ist das ein viel, viel größeres Problem. Wir müssen also unsere Ressourcen als patriotische Deutsche, müssen wir also, oder generell als vernünftige Leute, müssen unsere Ressourcen so einsetzen, dass wir halt dann mehr Ressourcen verwenden auf diesen einheimischen, biodeutschen sexuellen Kindesmissbrauch und dann eben einen anderen Teil, kleineren Teil der Ressourcen aufwenden gegen diese Migrantengewalt. Aber aus verschiedenen Gründen findet das nicht statt, sondern gerade die rechte Szene macht den ganzen lieben langen Tag nur rechte Migrantengewalt, weil das bringt halt eben Stimmen oder das bringt Geld, das bringt Entsetzen, ja. Und das ist halt eben angesagt, aber sie schnallen halt eben nicht die Zahlenverhältnisse, dass eben dann der einheimische sexuelle Missbrauch viel, viel größer ist. Und das halt eben dann durch diesen einheimischen sexuellen biodeutschen Kindesmissbrauch, dass halt eben dann eben die patriotische konservative Basis zerrüttet wird, weil diese Kids ihr Leben lang dann je nach Schweregrad des Verbrechens, leiden diese Kids ihr Leben lang und sind eben dann auch anfälliger für Ideologien, die sich halt gegen die Familie wenden und so weiter oder irgendwelche anderen komischen Ideen. Ja. Dann hier auch natürlich dann, wenn jetzt Leute davon träumen, irgendwelche gewaltsamen Revolutionen zu machen, dann sollten sie vielleicht mal hier statistisch ungefähr das Verhältnis im Auge betrachten, wie viele Leute aus der patriotischen Szene überhaupt irgendwie Erfahrung mit sowas haben oder wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass sowas funktioniert, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eben eine Revolution nicht unbedingt den gewünschten Erfolg hat, sondern dass sich das halt eben dann in einen Abnutzungskrieg dann ausweitet, wie in Syrien oder wie anderswo. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze halt eben dann baden geht?